Das ist das Fries am Ermelerhaus am Märkischen Ufer in Berlin. Es zeigt eine Szene von spärlich bekleideten, versklavten afrikanischen Männern und Frauen, die schwere körperliche Arbeit verrichten. Neben ihnen, entspannt das Geschehen beobachtend, weiße Männer. Das Bild veranschaulicht das weltweite Wirtschaftssystem der Plantagensklaverei. Afrikanische Männer ernten Tabak, die Frauen verpacken und transportieren ihn. Es sind Zeugnisse des blühenden Geschäfts mit Kolonialwaren. Im direkten Bezug zu Berlin. Per Schiff wird die Ware übers Meer in die Stadt gebracht. Am Horizont lässt sich der deutsche und französische Dom erahnen. Damalige Wahrzeichen Berlins. Berlin war einer der größten deutschen Handelsplätze für sogenannte Kolonialwaren. Schokolade, Kaffee, Baumwolle, Reis und Tabak waren Produkte, die in den damaligen Kolonien, sogenannten Schutzgebieten, produziert wurden, um sie für die deutsche Bevölkerung und den damaligen Handelsstrukturen profitabel zugänglich zu machen. Viele der im Kolonialhandel involvierten Firmen lassen sich in Berlin nieder. Manche von ihnen existieren bis heute, wenn auch unter einem anderen Namen. Zum Beispiel ist die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin, oder kurz EDK, der direkte Vorläufer der heutigen Supermarktkette Edeka. Spuren der deutschen Kolonialgeschichte findet man heute noch überall in Berlin. Nur kaum einer kennt oder erkennt sie. Ausgehend von der Ausstellung Berlin Global im Humboldt-Forum fragen wir uns: Wie verstrickt ist Berlin mit der Kolonialgeschichte wirklich? Und wie gehen wir mit dieser Geschichte, diesem kolonialen Erbe eigentlich um? Es ist höchste Zeit, dass wir unseren Nachbarkontinent jenseits von Klischees und Stereotypen besser kennenlernen und Partnerschaften für die Zukunft aufbauen. Und dazu gehört auch, uns den blinden Flecken der Geschichte zu stellen. '85 lud Otto von Bismarck europäische Mächte zur Afrika-Konferenz ein, um den Kontinent untereinander aufzuteilen. Das geschah hier. Ohne Berlin kann man die Geschichte nicht erzählen. 1884, es hat hier alles hier stattgefunden. Von hier aus haben die Afrika wie ein Stück Torte untereinander geteilt. Nach der Afrika-Konferenz nahm der Wettlauf um Afrika immens zu. Deutschland besetzte Gebiete hier, hier und hier. Finanziell profitierten vor allem Kaufleute und Finanziers von den neu erworbenen Schutzgebieten. Für das Deutsche Reich entwickelten sie sich allerdings fast allesamt zum Verlustgeschäft. Lediglich in Togo konnte ein geringer Überschuss erzielt werden. Und das, obwohl die dort lebende afrikanische Bevölkerung ausgebeutet und gepeinigt wurde. Das alles passierte nicht ohne Widerstand. Immer wieder kam es in den Kolonialgebieten zu Aufständen der Bevölkerung gegen die Deutschen. Diese Aufstände wurden brutal niedergeschlagen. Denn in Deutschland sollte unbedingt der Schein aufrechterhalten bleiben, dass die Kolonialgebiete ein Erfolgsprojekt waren. Der Aufstand der Herero 1904 im heutigen Namibia, den sich später auch die Nama anschlossen, war in seiner Niederschlagung einer der brutalsten und blutigsten der deutschen Kolonialgeschichte. Der im Reich für seine Skrupellosigkeit bekannte und eigens entsandte Feldherr Lothar von Trotha wurde nach Namibia entsandt, um den Herero-Aufstand aufzuhalten. Seine Taktik? Ich vernichte die aufständischen Stämme mit Strömen von Blut und Strömen von Geld. Innerhalb von 4 Jahren wurden schätzungsweise 60.000 bis 70.000 Herero und 10.000 Nama getötet, zum Teil auch in Konzentrationslagern. Es war der erste Genozid des 20. Jahrhunderts. An den Krieg gegen die Herero erinnert dieses Denkmal auf dem Columbia-Dammfriedhof in Berlin-Neukölln. Auf dem Stein wird allerdings 7 gefallenen deutschen Soldaten gedacht, die gegen die Herero gekämpft haben. Den Herero selbst ist diese kleine Zusatztafel am Boden des Steins gewidmet.
dann haben die uns irgendwie so eine kleine Platte dahingestellt und mit einem Zitat von einem weißen Mann, der heißt Humboldt. Und das lehnen wir ab. Das ist eigentlich Beleidigung gegen unsere Vorfahren, die damals ermordet wurden. Erst 2015 erkannte die deutsche Regierung den Krieg gegen die Herero und Nama als Völkermord an. Mit einer offiziellen Entschuldigung tat sich Deutschland allerdings bis ins Jahr 2021 schwer. Aus Angst vor Reparationsforderungen. Sorry for nothing also. Kunst ist eine Möglichkeit, die fehlende Aufarbeitung zu kritisieren und sie damit anzustoßen. Eine besondere Verantwortung kommt da den Institutionen zu, die diese Kunst beherbergen. Museen also. Aber gerade auch hier spiegelt sich das koloniale Erbe wider. Sorry for Nothing ist eine unsichtbare Skulptur. Die Unsichtbarkeit symbolisiert quasi die Leerstelle in der deutschen Geschichtsschreibung. Und das ist die fehlende Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte Deutschlands. Prozent der afrikanischen Kulturschätze befinden sich bis heute außerhalb Afrikas. 75.000 Ausstellungsstücke aus Afrika, südlich der Sahara, befinden sich in Berlin. Viele davon wurden während der Kolonialzeit unrechtmäßig mitgenommen. Koloniale Raubkunst. Noch viel zu häufig wird koloniale Historie eindimensional betrachtet. Der Blick oft auch durch eine neokoloniale Sicht geprägt. Einige dieser Stücke, die Benin-Bronzen. Sie stehen im Berliner Humboldt-Forum, einige Etagen über der Berlin-Global-Ausstellung. Bis heute werden sie von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz verwaltet, die sich um die staatlichen Berliner Museen kümmert. Bereits 1972 forderte Nigeria die Bronzen zurück. Das Auswärtige Amt unterstützte diese Forderung, die Stiftung blockierte. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass viel oder ungefähr alles zurückgeht. Für Vermittlungsgründe würde ich jetzt es auch noch in Ordnung finden, wenn Teile zurückgehen und dann später der Rest. Wir müssen darüber die Diskussion führen. Auch die Aufarbeitung des Krieges gegen die Herero und Nama macht Fortschritte. Im Mai 2021 hat Deutschland sich dazu entschlossen, Entschädigungszahlungen an die namibische Regierung in Form von Entwicklungshilfe zu geben und um offiziell für die Völkermorde um Entschuldigung zu bitten. Also, doch sorry for something. Deutschland muss sehr ernsthaft ihre koloniale Geschichte aufarbeiten. Wir fordern von Deutschland Anerkennung, Entschuldigung und Reparation. Doch was ist mit den direkten Nachfahren der Herero und Nama, wenn Entschädigungszahlungen bei der namibischen Regierung landen? Die namibische Regierung sind auch nicht legitimiert, über uns zu verhandeln. Das heißt, wir müssen für uns selber verhandeln, direkt als Opfer dieses Vernichtungsbefehls von Lothar von Trotta. Vieles ist noch nicht geklärt. Auch welche Aufgabe und Haltung Institutionen wie Museen in dieser Thematik haben, oder was verehrt und wem mit Denkmälern gedacht wird. Dazu gehören auch Straßennamen im öffentlichen Raum. Wenn man in verschiedene Viertel in Berlin spazieren geht, dann siehst du Namen von Verbrechern. Lutheritz zum Beispiel oder Petersallee, das waren alle Verbrecher in Afrika. Und die Namen sind immer noch da. Das heißt, das ist für mich, das hat mit Rassismus zu tun. Basta. Das heißt, Deutschland muss ein bisschen die Geschichte ernst nehmen und aufarbeiten. Straßen muss umbenannt werden, unbedingt. Nicht nur in Berlin, sondern weltweit ist die Debatte um eine Aufarbeitung der Kolonialzeit neu entbrannt und die Forderung, mit kolonialen Kontinuitäten zu brechen, durch immer größeren Druck und Protest stärker geworden. Die deutsche Kolonialgeschichte gehört in den deutschen Bildungskanon. Das sollte einfach jeder wissen. Und mich interessiert es, Leute zu inspirieren. Einfach meinen Beitrag dazu zu leisten, wie die Geschichte geschrieben wird. Also auch, wie die Zukunft geschrieben wird. Ich glaube, dass Ausstellungsmachen immer mehr Ausstellungsmoderation wird. Also, dass man immer mehr Stimmen
zulässt, die Geschichte erzählen. Man muss natürlich immer offen sein, ein Angebot anbieten, wo im Prinzip auch wirklich alle sich wohlfühlen und in Gespräch kommen. Ich glaube auch, es hat jetzt erst angefangen. Wir werden Schritt für Schritt da weitermachen und die Verbindungen der Welt wiederherstellen. Deutschland muss diese Geschichte aufarbeiten und Deutschland muss die Afrikaner sehr ernst nehmen. Und in der Tat gibt es auf dem afrikanischen Kontinent immer mehr Orte, die in europäischen Museen untergebrachten Kunstwerke adäquat beherbergen und den Menschen zugänglich machen könnten. Wie zum Beispiel das neu entstehende Edo Museum of West African Art in Benin City, Nigeria. Dorthin sollen die noch in Berlin ansässigen Benin-Bronzen zurückgeführt werden. Es ist Zeit für Restitution. Es ist Zeit, dem Kontinent und den Menschen das zurückzugeben, was so schmerzhaft entwendet wurde.